3, 2, 1. Saufen! Lauf! Ich hab einen seriösen Plan. Hallo, Sunny. Alles klar? Also, ich habe euch heute eine Jinx-Challenge mitgebracht. Ich werde euch eine Frage stellen und dann zähle ich runter 3, 2, 1 und ihr müsst möglichst das Gleiche antworten. Und wenn ihr es schafft, das Gleiche zu sagen, weil ihr seid ja in dem Film auch ein unfreiwilliges, aber ein Team, dann kriegt ihr einen Jinx. Das heißt, Ziel ist, dass ihr das Gleiche antwortet. Das bedeutet Stress. Was ist denn das für ein Vorurteil? Also, wir fangen an mit einem Date. Was muss man machen, um sich am besten auf ein Date vorzubereiten? 3, 2, 1, duschen! Yes! Saufen! Was sollte man bei einem Date unbedingt machen? 3, 2, 1. Schau rein! Was hast du gesagt? Gar nichts kam raus. Was darf man bei einem Date niemals machen? 3, 2, 1. Saufen! Ich war zu nervös, ich hab die 3 nicht geschafft. Wer von euch hat beim Dreh die meisten Versprecher? 3, 2, 1. Freddy! Ja, okay. Aber ich bin da auch nicht schlecht. Du bist auch gut, ja. Ich bin auch. Wer von euch dreien macht beim Dreh am meisten Quatsch? 3, 2, 1. Eins. Freddy! Warum schreien wir eigentlich immer? Wegen dem Jinx, Mann! Das war ein Jinx. Okay, das war, ein Jinx, das war auf jeden Fall ein Jinx. Haben wir schon was getrunken? Was darf auf einer gelungenen Party niemals fehlen? 3, 2, 1. Musik! Jinx! Jinx, Digga! Was ist das beste Partygetränk? 3, 2, 1. Champagner! Hast du auch gesagt? Champagner, weil ich wusste, weil ich meine Lady nichts in mir angeguckt habe. Und da wusste ich, wie ich kriege den Jinx, wenn ich auf ihrer Seite bin. In eurem Film gibt es einen sehr denkwürdigen Spieleabend. Mehr will ich jetzt nicht verraten. Von daher, was ist das beste Partyspiel? 3, 2, 1. Saufen! Wer von euch dreien hält auf einer Party am längsten durch? 3, 2, 1. Freddy! Und wer geht als erstes? 3, 2, 1. Keiner! Wann denn? Entschuldigung, wann denn? Was ist das beste Katerfrühstück? 3, 2, 1. Saufen! Das war ein Jinx, Baby. Was ist der lustigste deutsche Film? 3, 2, 1. Weiter! So schlecht, Alter. Ich gehe jetzt nach Hause, alleine. Liegt es an mir oder was? Ich kann auch ein paar Meter hinter euch laufen. Wirklich, ich habe ein ganz normales Date. Ich bin gar nicht da.